Okay, lasst gut sein. Lasst gut sein, reden wir ein anderes Mal. Lasst gut sein, reden wir ein anderes Mal. So. Okay, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen sitzen lassen. Also, jetzt wissen wir Bescheid. Die ganzen dunklen Völker, Orks, Trolle, dunkle Elfen, sind entstanden, weil normale Lichtvölker verformt und verstümmelt wurden. Das kennen wir auch aus... War noch was mit dem Puppenspieler? Mit dem reden wir auch nochmal kurz. Das kennen wir aus Herr der Ringe. Da sind die Orks doch auch entstanden, indem die Elben... besser gesagt, die Orks sind ja quasi verstümmelte Elben. Die waren ursprünglich Elben, die wurden jedoch so verformt und verstümmelt, dass aus ihnen die Orks wurden. So ähnlich kann man sich das mit den dunklen Völkern hier vorstellen, aber mit allen dunklen Völkern. Obwohl ich mich echt frage, was für ein Volk man wie verstümmeln muss, damit so ein Troll dabei rauskommt. Naja, egal. Was kann dieser bescheidene Bürger für euch tun? Siehst du mal Deko spielen? Ja. Nö, ich möchte keine Puppe verkaufen. Ich dachte, irgendwas Zwielichtiges ist mit dem. Aber kann ich mir auch gehört haben. Eine Zeit lang dachte ich jetzt auch, der steckt hinter den Kindesentführungen, aber das war ja der Spinnenmann. Das hatten wir auch schon. Und ja, Kolosseum wollen wir das jetzt eben noch machen. Stadt der Seelen, dort kommen wir auf jeden Fall noch hin. Tuomi, das hatten wir beinahe noch vergessen. Mann. Anscheinend müssen wir ja sowieso nochmal die Oberkallen. Also ich glaube, eine weitere Aufnahme für die Nebenquests werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Zumal ich ja noch gucken muss, dass ich so einen Bug behebe. Ich muss mir da mal noch was ausdrucken, dass ich weiß, wie ich den behebe. Wir treffen in der Stadt der Seelen nämlich noch jemanden. Und er wird sehr, sehr passiv sein, was aber nicht der Fall ist normalerweise. Also was nicht so gedacht ist vom Spiel. Er hat viel mehr Dialoge, als es ihm das Spiel offen gibt. Und das kann man aber per Konsolenbefehl wieder rückgängig machen. Und ja, ich habe wieder was geklaut. Und ja, da muss ich erstmal noch gucken, wie das geht. Das müssen wir beim nächsten Mal so oder so machen. Deswegen würde ich sagen, Stadt der Seelen ist das nächste Mal unser Ziel. Da erwartet uns sowieso noch so einiges. Aber erstmal Tuomi. Ihr seid zurückgekommen. Nun, was bringt ihr mir? Ja, ich glaube, ich habe fast alles. Ich habe den Stab des blutenden Auges gefunden. Ich habe den Stab des blutenden Auges gefunden. Guck mal. Endlich, der Stab. Wie lange habe ich ihn gesucht? Hier, eure Belohnung. Danke. Ich habe die Robe des blutenden Auges gefunden. Jetzt verehre mich. Ich habe die Robe des blutenden Auges gefunden. Wunderbar. Nehmt eure Belohnung. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. So gebe mir eine Ziege und 5 Hühner dafür. Ach, die hat sie sich gleich angezogen. Ah, die rüstet sich komplett damit aus. Ah, ja. Ich habe den... Und dann, wenn sie sich komplett umgezogen hat, ach, ich möchte alles zurückhaben. Einfach alles wegreißen, bitte. Ich habe den Helm des blutenden Auges gefunden. Ich habe den Helm des blutenden Auges gefunden. Sehr gut. Hier habt ihr euren verdienten Lohn. Ich fühle mich langsam echt so, als würde ich hier einen Bösewicht ausrüsten. Wie entstand diese böse Person? Lasst es mich erklären. Ich ging damals hin mit ganz vielen mächtigen Gegenständen, hab gesagt, hey, guck mal, sieh das einfach mal alles an. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich nicht gut dabei, da irgendwie so viele Gegenstände von Macht zu geben. Ich habe den Schild des blutenden Auges gefunden. Ich habe den Schild des blutenden Auges gefunden. Ihr habt ihn. Ihr seid wirklich der Versprochene. Nehmt dies. Ihr habt es mehr als verdient. Ich kann natürlich auch übertreiben, die ist wahrscheinlich endlich auch nicht böse. Habe ich alle 5 Gegenstände zusammen. Den Stab, den Schild, die Robe, den Helm und den Ring, den mir meine Ahnen hinterlassen haben. Nun kann ich mein Schicksal erfüllen. Das innere Heiligtum der Uhrwerkhallen wird sich für mich öffnen. Es ist Zeit für mich, das Vermächtnis der Zerbieten anzutreten. Gut, also keine Weltherrschaft. Das ist okay. Ja, das heißt, wir müssen wohl nochmal in die Oberkallen gehen. Einmal wird's uns noch dorthin schlagen. Also ganz abgeschlossen haben wir damit nicht, aber das ist, glaube ich, auch eins der Dinge, das wir auch beim nächsten Mal machen, wenn wir dann auch, wenn wir dann
Wenn wir dann die Stadt der Seelen gehen, dann wird unsere nächste Aufnahme darin bestehen, Stadt der Seelen und Uverkallen nochmal zu machen. Vielleicht machen wir echt das Kolosseum jetzt einfach noch. Verfolgt Tuomi in die Uverkallen. Ja, nö, anstatt sie einfach zu lassen und zu sagen, okay, es ist dein Erbe, mach's. Nö, wir verfolgen sie natürlich. Wir sind ein Stalker. Jetzt möchte ich mal eben noch wissen hier. Dingsbums, ihr wisst schon. Hennes. Wo haben wir Zauber? Zauber, 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 Zauber? Zauber, 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 Zauber. Wer von euch hatte Eismagie? Mit Eismagie macht das Kochen Spaß. Oh, Magie hat 20. Die Gänseweiß hat Charisma. Ich lasse es mal erstmal. Weil so ein mega Unterschied macht das jetzt nicht. Großartig Gegenstände, deswegen bin ich eigentlich nicht hergekommen. Das Ding sieht cool aus. Aber deshalb bin ich ja nicht hier. Ich bin ja eigentlich da, wegen den Frauen, die mir versprochen sind, wurden. Wo sind die ganzen Frauen? Ah, Mörse. Mörse. Wie viel haben wir überhaupt? Wir haben auf jeden Fall jede Menge Kohle. Wir können damit eine Menge anfangen. Aber erstmal schauen. Hier können wir noch... toll. Secondhand-Ware. Da sind sie. Eisschlagstufe 20. Alter Falter. Aber wir haben das Geld. Wir sind jung und haben das Geld. Erdpanzer. Das könnte natürlich auch interessant sein. So ein Erdpanzer. Das ist ein Schutzschild. Anders als die Dinger, die nur Gegner einfrieren und Gegner-Effekte machen, ist das Ding halt wirklich ein Schutzschild. Die müssen erstmal diesen Schutzschild durchbrechen, bevor sie mich angreifen können. Aber ich glaube, da habe ich sogar noch einen dabei. Den tun wir dann einfach mal zum Testen machen, aber wir sind nicht voll drauf angewiesen. Aber was ich jetzt machen will, ist, den neuen Eisschlag zumindest auszurüsten. Stufe 20. Das ist so toll. Okay. Ja. Sternenpanzer. Ansonsten gibt es hier nicht so mega tolle Sachen. Und eine ganze Shoppingrunde jetzt auch noch zu machen, wäre ein bisschen übertrieben. Okay, dann gehen wir zum Kolosseum der Götter. Gucken wir mal, ob wir irgendwas Neues, Tolles anziehen können, dass wir das auch noch gleich gemacht haben mal. Nach Runenkriegern, wie wir die ausrüsten und noch verbessern, gucken wir beim nächsten Mal. Aller spätestens, wenn wir dann Stufe 50 sind. Die Kugel des Pantheons haben wir übrigens da. Nehmen wir die lieber rein? Klar weniger Weisheit, klar weniger Mana, aber dafür mehr Intelligenz. Aber das Charisma brauchen wir halt nicht. Aber dafür haben wir Resistenzen. Schwere Sache. Ich würde fast sagen, situationsabhängig. Situationsabhängig. Wenn wir gerade Resistenzen brauchen, ist das Ding auf jeden Fall besser. Der Schild ist wohl immer noch der beste, den wir haben können. Ja. Ja, ist an sich immer noch der beste, den wir haben können. Zumindest für Magier. Eine bessere Robe. Mensch, Mensch, Mensch. Jetzt hätte ich fast... Okay, 19 da. Da haben wir unsere 5% Zaubergeschwindigkeit wieder zurück, die wir hier wieder weg haben. Schaut zwar dann nicht mehr so cool aus. Aber was haben wir mehr? Wir haben weniger Ausdauer. Dafür ist Wendigkeit drauf. Und ne, Intelligenz, Weisheit, Charisma ist ähnlich. Nahezu gleich. Aber es hat mehr, überall Resistenzen drauf. Und mehr Zaubergeschwindigkeit. Einzige, was ich büße, ist ein bisschen Ausdauer. Aber dafür habe ich halt Wendigkeit. Na, an sich ist Noahs Mantel wirklich besser. Jetzt schauen wir irgendwie seltsamer. Obwohl, es ist weniger so frauenmäßig. Es ist jetzt schon eher so... schaut mich an. Ich habe die Macht. Okay, ein Turban. Ja, nö, ist klar. Langsam könnten wir aber wirklich mal was Besseres gebrauchen. Stufe 11, aber das Ding ist halt echt gut. Die Gänseweiß hat Charisma. Ja, schön und toll und Ausdauer. Ja. Aber ganz ehrlich, da sind die Werte echt gut. Intelligenz 20. Ausdauer, Wendigkeit. Und dann noch richtig gute Resistenzen drauf und Zaubergeschwindigkeit. Das Ding ist halt super. Das ist schlimm. Noahs Rache, wenn der Noahs Mantel dazu zählen würde, dann okay, aber da haben wir halt das ganze Set nicht so, wie wir es gerne hätten.
Kampfmagierhelm, schön und gut, aber ist auch nicht gut. Nee, ist halt auch nicht wirklich besser. Unser Helm ist einfach gerade derzeit Optimum. Was können wir denn hier machen? Intelligenzweisheit 20. Zweimal. Interessant auf jeden Fall. Oder wir machen noch mal einen Gottsteinring dazu. Nö, ganz ehrlich, da passt der genauso. Der hat zwar schön Resistenzen überall drauf, aber der hat halt einfach Intelligenz-Weisheit-Höhe. Interessant. Charisma brauchen wir zwar nicht, aber... Nee, ich glaube, ich nehme dann doch hier den Gottsteinring nochmal. Kack auf die 2%, kack auf das bisschen Intelligenz. Wir haben dafür aber mehr Resistenzen wieder überall. Und das kann schon mal wieder was bringen. Man darf auch nicht vergessen, dass wir gegen den Zirkelmagier antreten. Ich meine, Magier, ne? Jemand, ja, das ist schon nett. Aber ich habe dann lieber die Zaubergeschwindigkeit drauf. Ja, das wäre es gewesen mit unseren Sachen. Dann gucken wir eben noch ins Coloradoseum. Machen unseren letzten Kampf nochmal. Weil ich glaube, das war der letzte. Diesmal dürfen wir ihn schaffen. Und dann haben wir beim nächsten Mal noch ein paar Sachen vor uns. Und selbst wenn wir das jetzt nicht packen oder nur sehr langsam, dann machen wir das Kolosseum eben noch beim nächsten Mal. Aber ich denke mal, das schaffen wir jetzt schon. Wir haben auch den Irrfit dabei. Das ist nicht unbedingt was Gutes, wie ich finde. Da waren sie, Dämonenfürsten, du Scheiße. Aber mittlerweile dürften wir mächtig genug sein von unserer Stufe, dass unsere Zauber gut durchgehen.